So, moin moin und damit willkommen zu einem weiteren Unboxing. Ihr kennt das Ganze schon, wenn ich mich hier befinde, in meinem Wohnzimmer mit einem Paket, dann geht es um ein Unboxing. Ja, klar. Ich habe hier bereits schon mal die Adresse abgemacht. Ich glaube, das ist von euch von weniger Relevanz. Ich weiß, von wem das Paket kommt. Das stand natürlich auch auf dem Umschlag, aber ich weiß nicht, was drin ist. Tatsächlich weiß ich es nicht. Das Paket hat eine lange Reise hinter sich. Es kommt nicht aus Deutschland, sondern aus Schweden. Es ist wie gesagt noch verschlossen. Das entferne ich gleich noch einmal. Und bevor ich dann das Ganze aufmache, nehme ich euch dann wieder mit. Aber bevor ich dann hier dieses ja, Zeug abgefriemelt habe, einmal nochmal kurz den Stop-Button und dann seid ihr gleich wieder da. So, damit sind wir wieder da. Wie gesagt, ich habe es nur einmal kurz aufgeschnitten und dann können wir auch die Sachen nach und nach rausholen. Ich bin selber sehr gespannt, was das wird. Nur wenige Minuten später. Ja, weiter geht's. Und zwar mittlerweile dann, ich fange erstmal hier mit an, ja, vierte Edition von Kult. PDF ist auch included. Wenn ich das jetzt abgerissen habe, dann kann man auch das schöne Cover erkennen. Das ist dann allerdings dann auch das gleiche, wie ihr dann hier erkennen könnt. Das ist dann hier wieder diese schöne Madonna. Ja, unglaublich dickes Ding. Moment. Ach, kann man hier, glaube ich, erkennen. Auch noch mit deinem Einlegebändchen. Da werden wir auch noch mal reinschauen. Das ist auf Englisch. Ist nicht auf Deutsch. Noch nicht. Ich hoffe, es kommt demnächst auf Deutsch. Aber bisher noch nicht. Ja, wer gesagt wissen möchte, worum es dann da geht. Hier können wir erkennen, Modiphius hat das Ganze gebaut, beziehungsweise Helmgast aus Schweden. Damit ist jetzt also geklärt, woher das Paket kommt. Also welches Ausland ist es? Schweden mit Helmgast und mit Modiphius. Und darauf habe ich mich am meisten gefreut, das Tarot-Deck. Ich habe endlich ein Tarot-Deck und das wird jetzt. Oh, ich weiß nicht, wofür ich das brauchen kann, aber ich habe richtig Bock auf Tarot. So, ich habe mal die Tarotkarten dann doch aus der Hülle befreit und wir können mal kurz so ein bisschen drüber gehen. Anthropos, wer Anthropos aus dem Griechischen kennt, wird wissen, Anthropologen oder so, die Lehre des Menschen. Das ist dann also der Mensch, der Demiurg ist ein Gott. Wir haben hier Astaroth, Kether, die ganzen verschiedenen, ja, Wesenheiten, Chokmah, Bina. Mit jeweils coolen Bildern. Die Karten fühlen sich auch interessant an. Also die sind relativ dick, die sind auf einem speziellen Papier bedruckt. Ich kann das gar nicht so ganz ja, zuordnen, also was das für ein Papier ist. Ja, oder Pappe, ich weiß es nicht genau, aber es ist ein sehr schönes ja, Tarot-Papier oder bietet sich eben gut an. Also es sind ja, keine normalen Tarotkarten, sondern tatsächlich dann diejenigen, die man braucht, um einen Kult zu spielen. Wer sie dann interpretieren will, der wird dann sicherlich Hinweise in diesem Buch finden, welche ja, Eigenschaften dann mit Tiferet verknüpft sind oder mit Netzach, mit Hort. Aber auch das klären wir ja bereits schon ein bisschen im Podcast. Wer sich da so ein bisschen mit der jüdischen Philosophie, mit der jüdischen Religion dann auch auskennt, der wird dann vielleicht auch einige Namen entdecken, wie Yesod oder Malkuth, Prinzipien, Taumiel, also das ist schon ganz Gamishikoth. Das sind alles Prinzipien, die man vielleicht auch aus anderen Religionen kennt. Und ich bin mir selbst noch nicht ganz sicher, inwiefern ich das benutzen kann oder nicht kann. Aber da wird es dann sicherlich auch eine Anleitung zu geben in diesem Buch. Damit kann man dann vielleicht auch sowas wie Skat spielen. Wird sicherlich auch ziemlich cool, wenn man dann hier Skat oder Poker oder sowas mitspielt. Aber wie gesagt, wie dieses Tarot dann am Ende funktioniert, mit der Bube, Dame, König, Ass, ob man das dann so benutzen kann, ich weiß es nicht, werden wir sehen. Ich schaue auf alle Fälle mal rein. Das ist das Paket, was ich jetzt bekommen habe von Helmgast. Warum habe ich das Paket bekommen von den Schweden? Das ist einfach der Grund, dass ich ja, jetzt zwei Actual Plays gemacht habe, zusammen mit dem Podcast auf meiner Homepage und es kommen noch weitere Podcasts zu Island of the Dead. Das sind alles offizielle Szenarien und ich habe auch überlegt, ob ich weitere Szenarien spiele, mitspiele, leite. Das heißt, die haben das gesehen, die haben gesagt, das ist cool, was du da machst. Hier bitteschön ist das Paket.
Und ich habe gesagt, vielen Dank. Also es ist nichts, dass ich das irgendwie im Vorfeld irgendwie abgesprochen habe oder so, sondern die haben einfach nur gesehen, was ich hier in Deutschland mache, haben das wohl nicht so wirklich verstanden, aber sie haben gesehen, dass die Sachen gut ankamen und ja, dann einfach mir diese Sachen zugeschickt. Ganz recht herzlichen Dank dafür. Wird natürlich dann auch nicht meine Rezension beeinflussen oder meine spielerischen Sachen, die ich dann irgendwann im weiteren Verlaufe mache, aber ja. Ich finde es auf alle Fälle toll, dass ich dann so, ja, ich sag mal, respektiert werde, dass ich so gewertschätzt werde und dass man mir dann eben auch aus Schweden ja, diese Bücher dann zukommen lässt, beziehungsweise an dieses Tarot-Set. Ja, so ein Buch als PDF geht natürlich immer. Ja, das kann man mal so rüberschicken, aber dann auch so dick. Ich weiß gar nicht, was das sonst so kostet. Müsste ich mal auf der Homepage gucken. Werde ich euch unten mal in die Beschreibung tun, was so ein Buch kostet. Beziehungsweise dann eben auch das Tarot-Set, aber das geht als PDF, das geht weniger als PDF. Daher bin ich da auch sehr dankbar. Ich bin auf alle Fälle mit diesem kleinen Unboxing fertig. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich persönlich habe großen Spaß an Kult gefunden und ja, bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.